In der Ausstellung befindet sich auch das Gemälde von Wilhelm Lachnit, Der Tod von Dresden. Ebenso wie Wilhelm Rudolf hatte auch Wilhelm Lachnit in der Bombennacht vom 13. zum 14. Februar 1945 nicht nur seine Wohnung, sondern auch sein Atelier mit einem Großteil seines Lebenswerks unwiederbringlich verloren. Es gab ja dann noch am 14. und 15. Februar Bombardierungen. Wilhelm Rudolf begann danach, also noch im Februar 1945, mit dem Thema, das sein Lebenswerk fortan bestimmte, nämlich die Zerstörung der Kunststadt Dresden. Auch Wilhelm Lachnit malte sein Gemälde Der Tod von Dresden unmittelbar nach dem Inferno der Februartage. Wenn der Kapitalismus bleibt, dann wird das alles auch wieder hier geschehen. Denn mehr denn je ist der Krieg das Lebenselixier des Kapitalismus geworden.